Die Grundschule Rodenkirchen hat am Freitagvormittag ihren neuen Fairtrade-Kiosk eröffnet. Fairtrade ist Englisch und bedeutet gerechter Handel. Die Kunden zahlen etwas mehr für Lebensmittel oder handwerkliche Erzeugnisse aus Entwicklungsländern. Dafür bekommen die Erzeuger höhere und verlässliche Erlöse als von herkömmlichen Abnehmern. Die rund 160 Schüler können also mit ihrem Taschengeld die Armut in den Entwicklungsländern lindern.